Nein, also mein Thema am Schluss im Zeichen der Völkerverständigung. Wir brauchen jetzt einen versöhnlichen Abschluss in dieser Sendung. Und ich bin gegen diese Boykottaufrufe mit China. Die Leute, die jetzt den Boykott fordern der Olympischen Spiele in China, meine Damen und Herren, die haben den Sinn und den Geist von Olympia nicht verstanden. Was ist Olympia seit Tausenden von Jahren? Olympia ist, wenn auf dieser Erde, auf dieser chronisch verfeindeten Erde, die Länder, die Teilnehmer, das Kriegsbeil für ein paar Tage begraben, die Konflikte vergessen, die Politik draußen lassen. Lasst den Sport Sport sein, denn der Sport ist eine Hoffnung in der Gegenwart. Im Sport können wir uns begegnen, im Sport können sich auch die Feinde im friedlichen Wettbewerb wieder finden. Lasst den Sport Sport sein, hört auf, den Sport und die Olympischen Spiele zu verpolitisieren, hört auf mit diesem Boykottgerede. Wenn ihr die Chinesen nicht bei Olympia dabei haben wollt, dann dürft ihr sie auch keine Olympischen Spiele austragen wollen. Aber so geht's nicht. Und noch ein letzter Punkt hier, was mich auch irritiert. China mag schlimme Sachen machen. Ich kann das nicht beurteilen. Ich war noch nicht da in diesen uigurischen Gebieten. Ich weiß das nicht, was da stimmt, was da nicht stimmt. Aber was ich weiß, ist das Folgende. Was ich weiß, ist das Folgende. Mord. Der Westen hat Opiumkriege geführt in China. Der Westen hat schändlichste Verbrechen gemacht in China. Man hat denen zwanghaft Drogen verkauft im 19. Jahrhundert. Der Westen ist hier nicht moralisch legitimiert, sich auf ein hohes Pferd zu setzen. Aber das ist nur eine Klammerbemerkung. Lasst den Sport Sport sein. Und jetzt sind wir uns endlich einig heute am Abend in dieser Runde. Und der Chinese ist immer noch high. Ich bin ja doch sehr überrascht, welche Erkenntnisse dieser heitere Abend bereithält. Das hat sich hier unser Schweizer Zwinglianer noch als deutscher Romantiker entpuppt. Das Fest der Völkerspiele und der Völkerfreundschaft, ja, wenn es denn mal so wäre. Leider ist es das natürlich schon lange nicht mehr. Es ist an sich eine hochpolitische Veranstaltung. Keine weiß das besser als wir Deutschen mit Herrn Bach, der eine sehr unrühmliche Rolle bei der Dauerpolitisierung von Olympia gespielt hat. Man kann, glaube ich, einen unschuldigen Blick auf Olympia gar nicht mehr haben. Und wenn wir heute also Debatten führen, ob dort eventuell Boykotte stattfinden, ich finde auch nicht, ob man dafür ist oder dagegen, aber das ist eine sehr ernsthafte Frage, die ich hier nicht mit schweizerischer Grandezza vom Tapet des Tages wischen möchte. Insofern finde ich, die Olympischen Spiele sind an sich bereits seit 20, 30 Jahren, vermutlich noch länger, ein Hochpolitikum von einer Funktionärskaste mal hierhin, mal dorthin geschoben. Ähnliches gilt ja teilweise von der FIFA. Also Olympia ist bereits ein Politikum und muss es sich gefallen lassen, dass man sich auch politische Gedanken macht. Aber sind Sie jetzt für diesen diplomatischen Boykott oder sind Sie dagegen? Da konnte ich jetzt nicht folgen. Ich bin dafür, diese Frage nicht sofort auszuschließen und es wirklich noch mal Gedanken zu machen, ob es vielleicht ein gutes Signal sein könnte. Vielleicht muss man einmal erklären, was ein diplomatischer Boykott ist. Wir schicken ja trotzdem Sportler hin, sondern unsere Staatsrepräsentanten fahren da nicht hin und setzen sich nicht auf die Tribüne. Ich gebe Ihnen an einem Punkt recht, würde Sie auch überraschen. Nein. Dass man vielleicht gar nicht mehr über so einen Boykott reden muss, weil es ist die verlogenste Veranstaltung, die es auf diesem Erdball gibt, ist Olympia. Es ist ein pures Geschäft. Es hat nichts mehr damit zu tun, dass sich die Jugend der Welt dort trifft, um friedlich Spiele miteinander zu oder sich im Sport zu messen. Das ist so verlogen. Nichts daran hat irgendetwas mit den alten Werten Olympias zu tun. Überhaupt nichts. Ah, ja. Die armen Sportler. Ich bin dafür, die Olympischen Spiele stattfinden zu lassen. Ich finde dafür, dass man sie abrüstet. Aber es ist nicht meine Entscheidung. Die sollen machen. Ich gucke da fast nicht mehr hin. Ist ähnlich wie bei der Bundesliga. Ich gucke bei Überinszenierungen, und wo ich merke, die Veranstaltungen werden so gestreckt, dass ich auch ja 7 Tage in den Fernseher gucke. Da mache ich nicht mehr mit. Also ich bin keine Glotzkuh, die man bedingungslos melken kann. Also die Olympischen Spiele, Herr Tiete, die waren schon in der Antike ein hochkommerzielles Ding. Ich meine, der Mensch ist nicht perfekt. Das ist mein Hauptargument. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Was ist das Motiv hinter diesem diplomatischen Boykott? Und das finde ich eben auch falsch. Hier geht es darum, diesen kalten Krieg anzuheizen gegen China. Wir haben vorhin darüber gesprochen. Die kommunistische Diktatur in den Armen nehmen? Nein, halt, jetzt kommt die Differenzierung. Nur ganz kurz. Ja. Hier geht es einfach darum, eine Art der Sport als Fortsetzung des politischen Kriegs mit anderen Mitteln. Und da bin ich dagegen, dass man den Sport, die Olympischen Spiele, in dieser Art und Weise instrumentalisiert. Ich würde die Olympischen Spiele benutzen als Land, zum Beispiel als Deutschland, um dort einen Vertreter hinzuschicken. Vielleicht kann man ja auch Diskussionen führen. Man kann miteinander sprechen, das gehört dazu. Aber ihr seid offen, ihr seid ja richtig. Mein einziger Satz dazu lautet, was kann dem Sport Besseres passieren, als dass die Politik nicht hinfährt?
Deshalb bin ich total für den Boykott. Die sollen alle zu Hause bleiben. Und dann sind nur Sportler dort und sind im Wettbewerb miteinander. Und die Sponsoren. Was habe ich denn von irgendwelchen amerikanischen Sonderbotschaftern, die da rumschwirren? Die sollen wirklich zu Hause bleiben. Und die Deutschen auch. Und da brauche ich auch nicht irgendwelche grünen Bundestagsabgeordneten, die dann dort Foren machen gegen den Menschenrechtsmissbrauch und so weiter. Sollen zu Hause bleiben. Guter Boykott. Also da bin ich, Menschen im Stadion. Nein, in dem Punkt bin ich einverstanden. Das stimmt. Also, dass weniger Politiker hinfahren, das ist ja auch fürs Klima, da ist Frau Thunberg dann zufrieden. Ja, aber weniger Flugzeuge in der Luft. Ich bin gegen diese Aggression, die dahinter steckt. Also, dass man hier versucht, diese Olympischen Spiele auch irgendwo gegen China zu bringen. Und da, ich weiß auch, wenn Herr Tiedje, wenn Sie jetzt da vom Stuhl dann gleich springen, vor Entrüstung. Ich wende mich Ihnen nur zu. Ich sage einfach, wir haben, nehmt Spannung raus aus diesen internationalen Beziehungen. Ich beobachte mit wirklich großer Sorge, dass jetzt hier überall angeheizt wird. Und sogar Sie, so ein friedlicher Mensch, der da jetzt voll in den Kalten Krieg hier reinsteigt. Nein, also unglaublich. Ich bin ein Kind des Kalten Krieges, aber ich bin kein kalter Krieger. Und ich finde es schon bemerkenswert. Ja, das so glauben Sie. In der kurzen Sendezeit, die wir heute am Amt haben, bestimmte Aggressionen, die von Russland ausgeht, zu verharmlosen und von China auch. Die Reaktion, gar nicht. Es sind ja Reaktionen, Boykotte sind ja Reaktionen, da hat also vorher eine Aktion stattgefunden. Und wenn man es einfach nicht zur Kenntnis nehmen will, dass ein ganzer Volksstamm ausgerottet werden soll, dass da systematisch an der Vernichtung der Uiguren gearbeitet wird, wenn man nicht zur Kenntnis nehmen will, dass China eine kommunistische... Ist mir das sicher, ja, dass sie die alle ausrotten wollen? Zumindest wollen sie, zumindest werden sie an der Fortpflanzung gehindert. Also, und zumindest werden sie, da nehme ich halt das Ausrotten zurück, dann nehme ich halt, dass sie bekämpft werden und dass sie interniert werden und dass sie zum Teil auch sterilisiert werden. Das Ergebnis dann von Sterilisation, wenn wir das in zwei Generationen weiterdenken, kennen wir es auch. Und dass man das einfach so negieren will, es ist eine kommunistische Diktatur. Nein, es ist ein unfreies Land. Das ist keine Unterstellung, das ist eine Tatsache. Entschuldigung, man kann nicht alles einfach nur irgendwie wegschmieden. Doch, Sie unterstellen hier etwas, was einfach nicht stimmt. Was denn? Ich sage noch einmal, Sie sind offensichtlich ein großer China-Experte. Jetzt müsste man hier einen chinesischen Vertreter haben, der mit Ihnen diskutiert. Wir diskutieren nicht über China und die innenpolitische Lage. Ich diskutiere über die Olympischen Spiele in China. Und ich diskutiere darüber, ob der Westen ein Interesse hat, mit China einen kalten Krieg zu veranstalten, ob Deutschland ein Interesse hat. Wenn ich Ihre Position nehme, dann müssten Sie sagen, okay, aber dann reichen Olympiasanktionen gar nicht. Dann brauchen wir massive Wirtschaftssanktionen. Dann sollte man den deutschen Unternehmen verbieten, mit so einem Verbrecherstaat überhaupt zusammenzuarbeiten. Und da würde ich Sie einfach bitten, Herr Tiedje, reden Sie einmal mit den deutschen Konzernchefs. Also die wenigste Redezeit hat heute Alexander Kissler. Ihm gehört das Schlussstatement zu China und zu Olympia. Dafür waren die wertvollsten Redebeiträge von mir. Insofern macht es ja die Qualität und nicht die Quantität. Ich glaube, wir sehen ja generell die Weltpolitik an einem Scheitelpunkt. Man muss wirklich schauen, wie wir als demokratische Republiken, und es werden eher weniger als mehr, mit der anderen Seite der Macht sozusagen umgehen. Das wird auch die große Herausforderung sein von Frau Baerbock und Herrn Scholz, um den Kreis zum Anfang zu schließen, und vielleicht auch von Herrn Habeck. Und es gibt eigentlich, glaube ich, keine politisch unschuldigen Zonen mehr. Und wer das behauptet, der spielt vielleicht dann eher den falschen Kräften zu. Insofern behalten wir die Augen offen.